In diesem Video geht es um 7 wichtige Komponenten für leckere Currywurstsoßen. Und nach diesem Video wirst du in der Lage sein, eigene Currywurstsoßen zu kreieren. Obst oder Fruchtmus? Denn Obst bringt süße und feine Fruchtsäuren in deine Soße. Tomaten bringen je nach Sorte und Anbau fruchtig und feine säuerliche Noten, die von Zitrone bis Melone reichen können. Gewürze dürfen in der Currywurstsoße natürlich auch nicht fehlen. Ich verwende immer Curry, Paprika und Chili. Natürlich könnt ihr gerne nochmal andere Gewürze ausprobieren. Zwiebeln sind auch eine wichtige Zutat für eine gute Currywurstsoße, denn Zwiebeln würzen sehr viele herzhafte Speisen. Durch ihren Gehalt an Glutaminsäure tragen sie zum Umami-Geschmack der Speisen bei. Kommen wir zu den Flüssigkeiten. Wir können Brühen, Säfte oder auch Cola als Zugabe für eine Flüssigkeit in unsere Currywurstsoße geben. Den Säuregehalt in unserer Currywurstsoße können wir mit diesen Komponenten steuern. Und zwar durch Zitrusfrüchte, Zitronen, Limetten, vielleicht auch Orangen und natürlich der Klassiker Essig. Der Gegenspieler zur Säure ist natürlich die Süße. Die können wir abdecken über Zucker, heißt weißer Zucker, Rohrzucker, über Honig oder über sirupartige Komponenten. Na, juckt's dir schon in den Fingern und möchtest loslegen, deine erste eigene Currywurstsoße zu kreieren? Mach das, leg los! Ich habe dir hier auch noch ein weiteres Currywurstsoßen-Video verlinkt und das ist von Nelson Müller. Dort verwendet er eine sehr interessante Komponente, um seine Currywurstsoße zu kreieren.